Hallo, willkommen zurück und probieren wir mal was. Plötzlich Ja, war. will ich nicht benutzen, ich will das hier mit benutzen. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Und nu? Tonabdruck. Geh zu Tonabdruck, genau, ich will den benutzen. Verstehen wir gerade ein bisschen falsch. Nee. Gehe zu hinters Haus. Doppelt hält besser. Auf jeden Fall, doppelt hält immer besser. Noch ist der Schlüssel nicht fertig. Wir brauchen jetzt was, womit wir das gießen können. Wir brauchen was zum Reinmachen. Ja. Stimme. Haben noch ein paar Scherben hier. Schade, keine Scherben mehr. Gehen wir mal zum Schuppen. Vielleicht können wir da was machen. Da wird doch bestimmt irgendwas sein, was wir machen können. Benutzen wir mal den Tonabdruck mit dem Farbtopf. Was ich auch immer aus diesem Ton knete. Es wird weder bunt noch bekommt es einen Bart. Ausgenommen sind Schlüsselbärte. Schlüsselbärte, habe ich auch noch nie gehört. Die brauche ich nicht. Ich wühle gern im Dreck. Ja, irgendwas brauchen wir dafür. Haben wir vielleicht was im Inventar? Der Abdruck ist Gott sei Dank vollkommen rostfrei. Im Gegensatz zu den Ideen gewisser Computerspielautoren. Das war böse. Aber das war Eigenkritik, glaube ich. Erst einmal bräuchte ich einen Ofen. Ja, wo kriegen wir jetzt einen Ofen her? Ist die Sache, ne? Ich habe eine Idee, wir benutzen den mit dem Rasenmäher. Der Rasenmäher hilft mir hier nicht. Er ist eher destruktiv. Du sagst das, als wäre das was Schlechtes. Ja, echt mal, ne? Ist doch nichts Schlechtes. Zerstören ist doch toll. Oder nicht? Ja. Ich hänge wieder fest. Wir benutzen den Tonabdruck mit den Dieseln. Yay! Ich will sie nicht auch noch düngen. Der Schade. Wald hat Dunsinane erreicht. Ich verstehe es immer noch nicht, aber ist lustig. Was mache ich denn da? Konzentrier dich, Edna. Du weißt doch, wie das geht. Nein, der Abdruck des Haustürschlüssels ist um einiges nützlicher. Matschig genug. Guck mal, Harvey, ich werde wirklich besser darin. Cool, du könntest Safe-Knacker werden. Ja, liebe Panzerknackerin. Ja, oder einen Schlüsseldienst aufmachen. Oder beides. Oder aber Safe-Knacker werden. Wir haben echt nichts, was wir machen können. Wenn ich die Wahl zwischen dem Abdruck des Schlüssels und dem der Zange hätte, dann würde ich mich für den Schlüsselabdruck entscheiden. Ich nehme Tor 3. Der Zong. Ja, leider nicht anders, Harvey. Ach, das Game ist super. Das macht so schön die Witze. Witzig ist es auf jeden Fall. Da habe ich zu Silvester immer. Das wissen wir schon. Können wir das vielleicht aufbrechen? Wir könnten das Blech des Briefkastens verbiegen. Ach ja? Sieh genauer hin. Boah, da ist uns schon wer zuvor gekommen. So eine Frechheit. Ach so, das ist das Ding, was darunter ist, die Klappe. Benutze den Abdruck mit dem Wir Briefkasten. brauchen einen Abdruck von diesem Briefkasten. Definitiv. Ja, das und einen gewissenhafteren Umgang mit dem Wort brauchen. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich benutze einfach gerade irgendwie alles nur wild mit den Items, die ich habe momentan. Zum Schuppen kommen wir dahin, aber dann da bringt's ja auch nichts, das ist ja auch nichts. Und hier ist auch nichts. Nehmen Diesel. Ich sollte. Machen wir Zange mit Diesel. Okay. Dafür würde ich ja Jahre brauchen.
Da haben wir keine Dieselnetz bekommen. Schade. Poloschläger. Mit der Haustür. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Okay, dann machen wir natürlich das nicht. Dann hauen wir auch nicht die Fenster ein. Ach, ich hänge wieder fest. Ich hasse es. Geht's hier sonst noch irgendwo hin? Ist es nur die Schuppentür, Veranda und das Fenster? Hm. Okay, das war gerade ruhig. Da war gerade gar nichts. Null Sound, nada, niente. Die Handschuhe helfen nicht gegen Zangenbisse. Das glaube ich auch. Diese Erkenntnis hat Alfred 3 Fingerkuppen gekostet. Autsch. Wir brauchen irgendwie Material. Irgendwo brauchen wir Material. Der Rasenmäher muss nicht repariert werden. Es fehlt nur Benzin. Idee. Obwohl, wenn wir gerade dabei sind, können wir es probieren. Jetzt ist sie wie neu. Yay! Dafür reicht weder die Tube noch die Zeit. Ja, aber irgendwas müssen wir noch machen hier. Können wir vielleicht das Rad irgendwie kaputt machen, damit wir was machen können oder so. Dann brauchen wir trotzdem noch einen Ofen. Probieren wir mal das Rad. Irgendwie spinnt gerade die Steuerung. Auf diese Weise bekomme ich es niemals repariert. Ach, Game, was machst du mit mir? Ich komme nicht weiter. Und was wir dann machen können, wäre vielleicht mal den Regenschirm benutzen. Das wäre jetzt eine Idee. Benutzen. Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Nehmen. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Reden wir mit dem Schirm. Hallo, Edna. Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna. Nein, nein, nein. Oh. Wenn wir jetzt mit dem Stuhl reden? Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna. Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Ich dachte, sie redet nicht mehr mit toten Gegenständen. Lüge. Können wir nicht irgendwie hier noch raus oder so? Oder? Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Ja, nee, ist klar. Was machen wir mit dem Topf? Nein, so würde das gar nichts bringen. Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich bin gerade echt am Verzweifeln. Verdammt nochmal, wie komme ich hier weiter? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen kann. Ich hab's. Ich benutze die Zange mit dem Mond. Das ist es. Wollen wir die Nägel aus dem Mond ziehen? Und dann fällt er hinab zur Erde. Und dann? Städte brennen, Ozeane verdampfen, Menschen schreien um Hilfe. Armageddon! Wurdest du wirklich von meinem Unterbewusstsein zum Leben erweckt? Yes, Sir. I can boogie. Oje, 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 oje. Ach, das ist toll. Gehen wir nochmal zurück. Ob wir hier irgendwas machen können. Hauen wir mal auf die... Hauen wir mal aufs Fass. Sandale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Ah, okay, gut. Unsere Sachen hauen wir natürlich nicht kaputt, ist klar.
Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Mädel, dafür gibt es Gewalt. Probier es erstmal aus. Ja, ist ja so, ne? Hauen wir auf den Rasenmäher. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind uns. Ja, hatten wir schon. Guck mal, Harvey. Ich werde wirklich best. Ja gut, das hatten wir gerade auch schon. Das habe ich jetzt ganz vergessen, dass wir schon hatten. Guck mal, Harvey. Ich hab wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Das hatten wir auch schon. Nein, er hat nur noch die beiden Zähne. Das ist böse. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Okay, Game, du zwingst mich dazu. Ich habe jetzt alles ausprobiert. Bis gleich. Okay, ich habe doch nicht alles ausprobiert. Wir können nämlich den Spaten mitnehmen. Ich bekomme. Das ist das Einzige, was ich mir angeguckt habe, dass ich weiß, dass wir jetzt den mitnehmen können. Und dass wir damit die Disteln plätten können. Mehr weiß ich jetzt noch nicht. Aber immerhin ist es schon mal ein weiterer Weg. Mit den Disteln. Und weg mit euch, Disteln. Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Da finden wir auch hundertprozentig einen Ofen. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Ja, jetzt weiß ich erstmal nicht mehr, wie es weitergeht. Also, jetzt muss ich aber probieren. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Ah, wir wollen Wumms. Okay. Ding. Hey. Das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Immer noch dasselbe, oder wie? Der uralte Eisenofen. Ist da überhaupt an? Nehmen Holz. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Nägel. Was ist Kriechöl? Das habe ich früher immer getrunken. So klingst du auch, Mädel. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Marmelade. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Karton. Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht. Dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Benutzen Karton. Meine Sachen sind bei mir besser aufgehoben. Nehmen Tücher. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ach, wer braucht schon Tücher? Genau, Tücher sind ja überbewertet. Ich benutze auch keine Tücher. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ach, wir sind im Haus. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Oh. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Die Pflanzen leben noch, ist klar. Salon. Gemälde, der Tisch und die Verandatür. Gehen wir da raus. Aber gucken wir uns das Gemälde mal an. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Okay. Die Wurstwerbung, die ist natürlich auch voll interessant, ne? Siehe an, Pflanze. Hier ist alles tot. Das sieht doch so aus. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Zu. Immerhin sind wir schon mal im Haus. Das ist schon mal ein großes... ein großes Ergebnis, ist klar. Ein gutes Ergebnis. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Das Wasser ist wohl abgestellt. Das war... Der ist so staubig. Ja, die sagt immer dasselbe hier, also so ist es nicht interessant hier. Da müssen wir nicht rein. Ab ins Arbeitszimmer. Feuerzeug, das können wir brauchen. Das Feuerzeug meines Vaters.
Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Ja, und? Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Mein Vater hat mir... Allerdings erst nachdem du Alfreds Schmetterlingssammlung verbrannt hast. Hast du mir nicht gesagt, ich soll das machen? Ich zünde sie für Mattes an. Später. Nehmen wir mal die Feder mit. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ah, die steht genau richtig, okay. Alles so, wie es war. Da ist das Bett. Das ist Mattes Bett. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld. Oh. Ah, nein, hör auf damit. Oh. Irgendwo tut sie mir leid. Und ich merke gerade wieder, es ist wieder Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.